Die Arche suchen sie in der Einöde nach den Kartografen. Ja, da ist ja jetzt richtig viel Schlag auf Schlag passiert. Wir werden natürlich versuchen, Cortana zu finden und nicht einfach die Erde verteidigen, denn irgendwo ist es ja auch bescheuert von den Hut. Denn wenn wir nicht Cortana finden und die Arche nicht deaktivieren, oder da kommt was? Schiffe, gestaffelte Linie. Schiffsmeister, Sie sind uns 3:1 überlegen. Dann ist der Kampf fair. Alle Kreuzer, Feuer frei. Verbrennt ihnen die Haut. Das Prophetenschiff greift nicht mit an. Er muss gelandet sein. Roger, Ma'am, wir sind dran. Tür eintreten. Ja, da ist die Arche und wir versuchen hier jetzt durchzukommen. Aber das sieht ja nicht so gut aus. Ja, die Installation 00. Die Arche, wohin Halo-Ringe alle aktiviert werden können. Ich glaube, mehr wissen wir noch nicht. Sehen Sie mal da, am Himmel ist das. Hey, Konzentration, wir haben was zu erledigen. Und das sieht wirklich sehr schön aus hier. Ja. Soll das unsere Müllstraße sein? Ja, oder? Wenn ja, dann sind wir auf jeden Fall sehr, sehr weit entfernt. So, wir haben das Kampfgewehr und die Sniper. Chief, Augen auf! Hab eine gute Position. Sie geben den ersten Schuss ab. Gut, natürlich gleich auf den großen. 3, 2, 1. Wie gesagt. So, alle großen weg. Für die Kleinen kann man ja das schöne Kampfgewehr nehmen. Ah, da ist man. Nee. Oh Gott, sowas von blöd geworfen. Ach, da rum ist noch ein Geschütz. Hat die schöne KI von meinen Leuten die ausgeschaltet. So.
Der Blasenschild habe ich davon nicht genutzt und jetzt habe ich eine ganz andere Sache hier getötet. Hier? Weitere Feindkontakte voraus. Abmarsch. Und ein paar Schiffe. Diese Typen waren wie ein Kuraufenthalt. Wie? Was? Bitte? Sie richten eine Luftabwehrbatterie ein. Das Ding wird die Dornen in Stücke reißen. Das ist ja schon wieder Helden hier. Die Stimme. Die haben wir in die Flucht geschlagen. Na, das wird nicht so gut. Granate! Na? Was? Hab ich im Tiger verstanden? Ja. Die seh ich schon. Shit. Ach komm, der erinnert doch ein Zack. Ach, das steht viel zu weit nach vorne. Los, ballert doch auf den. Am besten auf den Rücken will ich ja. Jawohl, jetzt ballern sie auf den. Na komm, mein Freund. Mal ein kleines Tänzelein. Ach komm, ich hab doch wirklich getroffen. Oh, ein Schlag und ich könnte weg sein. Jawohl. Na, das war ja aber wenigstens kurz woanders konzentriert. Die ist leer. Nehmen wir doch nur einen Karabiner. Und hier ist der Hof ist leer. Toll. Oh, dann habe ich hier. Wieso sind die denn nicht runtergekommen? Jetzt, wo alles vorbei ist, oder wie? Oh shit. Das hat der Feld sehr gut platziert. Tja, schön die Bubble. Für nichts verbraucht. Jetzt hab ich die noch nicht mal. Was ist denn der Typ mit Brutes? Ich geb den Brutes alles, was ich habe. Das ist ein ziemlich haariger Kampf. Die Dawn hält nur ein paar Salven durch. Suchen Sie mir eine Stelle, an der ich landen kann, over. Gibt's hier sonst noch was? Ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir doch mal die. Ich schätze, wir haben gerade ihr B-Team erledigt. So, unser Helden hat auch noch überlebt. Wie soll das sein, der Rote hier? Hat man dir nicht beigebracht, dass Anstarren unhöflich ist?
ist das? Schätze mal, wa? Der ist so schön rot markiert. Was sind wir denn hier? Stimmt ja, hier gab es auch die Terminals. Ich kann ja mal eins aktivieren, aber ich werde hier nicht alle suchen oder finden. Und vor allem nicht vorlesen. Das war auch, glaube ich, nicht immer so wenig. Aber recht interessant manchmal. Okay, es verändert sich auch immer irgendwie. Kommt da meistens noch was, oder nicht? Der Commander verlässt sich darauf, dass wir ihre LZ sichern. Erde. Wir haben noch hier noch was zu lesen. Aufzeichnung und nach der Katastrophe. Hier steht dann auch noch. Man kann sich ja schön pausieren bei YouTube und dann kann man sich das ja durchlesen. Weiß man, warum ich das nicht lesen wollte. Das würde zu lange dauern. Da ist das Ende, das ist gut. Warum? Das hat sie gemacht. Die Flak hat unseren Pelikan erwischt. Aber vor dem Absturz haben wir eine gute LZ gesichtet. Wenn wir an unsere Fahrzeuge kommen, führen wir euch hin. Okay. So, noch die? Okay. Die haben wir schon entdeckt. Erstmal den Großen hier weg. Jetzt nenne ich die Scheiße auch schon Blasenschild. The Bubble. Mann, warum kann er die noch immer nicht hier links einfach aufladen? Schon vorbei? Weißt du nicht? Welche fahren da noch? Ein großer hier irgendwo. Einer weniger. Drehe bei. Ist das noch ganz? Nee. Ersatzreifen hat man ja mindestens noch einen. Oh shit. Komm her, welche. Meine Muni ist alle tot. Ich habe ja auch noch die hier. So. Haben wir es? Kinder hat der Dämonie da gehabt, oder? Da kommen wir nochmal. Nein. Oh, so knapp. Der hat nicht mehr viel. Oh, ich kann es ja auch theoretisch übernehmen. Jetzt zu spät.
Oh, das wollen wir zu riskieren. Na, guck mal her, ich will dich übernehmen. Komm, hier stehe ich. Der ist gar nicht so doof. Zack. Raus mit dir. Oh, scheiße, den wollte ich auch noch. Oder so. Jetzt ist blockiert. Und weg. Genau, alle schön hinstecken. Such mir was zum Abknallen. Ich fahre. Da sind sogar noch die kleinen Fahrzeuge. Aber die sind schlau. Das große. Außer der Elten. Jetzt können wir so ein bisschen testen, ob das wirklich Elten ist. Ne? Will ich doch mal mitgemacht. Ach, okay. Scheiß drauf. Ich hoffe, mein Kollege ist ganz gut hier. Ah. Oh, die Shoppers waren ja auch richtig gut. Oh, sehr schön. Komm, den Kuss auch noch. Ich brauche hier gar nichts zu machen, ist das schön. Ist hier Schrottteile? Ist hier etwas Wertvolles? Hm. Oh. Sind jetzt unsere Leute schon weg? Vor allem das ist ja alles noch alte Grafik, also alles von der 360-Version. Da oben die großen Schlachten, die man zwar nicht so richtig korrekt sehen kann, aber Explosionen ab und zu. Ich weiß gar nicht mehr, wo muss man zuerst lang? Hier oben? Ich glaube, ne? Das sind auf jeden Fall zwei Shoppers. Oh, mit der Fleck. Das gefällt mir nicht. Leichensack bitte! Nein, nein, nein. Keine Granaten hier. Achtung! Na, kurz hängen geblieben. Die kämpfen natürlich auch wieder gegen uns. Diese Blutsfelder, Wächter. Hallo? Nee, die helfen uns. Stimmt, weil das Orakel hier auf unserer Seite ist. Merkwürdig, dass hier kein Orakel eigentlich ist. Oder etwa da. So können wir schon durch, oder nicht? Kommt denn da? Markus hat fast die Flügel verloren. Aber wir haben hinter dieser Mauer ein Gebäude gesichtet. Es passt zu Cortanas Beschreibung vom Kartenraum auf dem ersten Halo-Ring. Ein Kartograf? Gut, damit könnten wir die Position des Propheten bestimmen. Sichern Sie die LZ, dann stoßen wir durch die Mauer. Roger, folgen Sie meinem Pelikan-Chief. Zur LZ geht's da lang. Okay.
Hui! Zum Glück alle meine Leute leben noch hier. Das wird nur nicht schlecht. Ich glaube, die anderen haben überhaupt nicht überlebt. So sei's. Ich glaube, am besten wäre hier, wenn wir die Folge nach diesen kleinen Viechern hier beenden würden. Jo. Da will ich mal sagen, verabschieden wir uns. Hier ist eine Frau. Hier ist eine sogar von der ODST-Einheit. Die Höllenspringer. Wenn sie von Halo genannt werden. Eilig sah das ja alles schon aus. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Sagen Sie, was Sie brauchen, Sir.